mein Name ist Julia und ich möchte euch einfach mal heute zeigen, wie wir ja bei AE-Systeme unsere Bilder alle so selbst machen. Hier habe ich mal ein Bild mitgebracht mit dem neuen Zebra MC2200, von uns selbst fotografiert. Und das soll jetzt bei uns auf die Webseite, allerdings in einem Längsformat. Nämlich, ich habe es hier mal vorbereitet, so in diesem Format, das ist 1800 x 600 Pixel. Ja, wie kriegen wir das da rein und vor allem, wie sieht es hinterher gut aus? Als erstes Mal habe ich mir vom Hintergrund eine Kopie gemacht. Einfach auf Ebene gehen, duplizieren, sagen und okay, und schon hat man das so oft man es möchte. Damit die Farben vielleicht ein bisschen besser rauskommen, gehe ich als erstes hier einmal bei Bild, dann Korrekturen, auf Tonwertkorrektur gehen. Dann öffnet er hier dieses Fenster und da einfach mal die einzelnen Farbtöne, also Rot, Grün und Blau, durchgehen. Das geht am leichtesten, indem man die Alt-Taste gedrückt hält und dann von beiden Seiten den Regler so ein bisschen zieht. Dann sieht man schon, also hier muss man kaum was machen, es sollten vielleicht so ein paar rote Pixel zu sehen sein. Auf der anderen Seite machen wir das genauso, bis es ein paar schwarze gibt. So. Und das gleiche wiederholen wir mit Grün. Wie gesagt, Alt-Taste gedrückt halten. Dann einfach mal hier so ein bisschen aufziehen. Und hier auch, bis es so ein paar mehr, na, vielleicht noch ein bisschen wenig, ein paar mehr gibt. Ihr seht, es wird schon ein bisschen klarer in den Farben. Hier jetzt mit Blau. Ich kann es euch auch mal zeigen, einfach so, wenn man die Alt-Taste nicht drückt. Da färbe ich es also immer stärker blau ein, wenn ich den Regler von rechts nach links bewege oder wenn ich ihn von links nach rechts bewege, nehme ich alle Blautöne raus. So, ich finde es immer am praktischsten mit der gedrückten Alt-Taste, weil er mir dann einfach auch wirklich die Pixel anzeigt, so dass ich so sehen kann, ein bisschen mehr Blau dazugeben. Oh, schon fast zu viel. Zack. So, und jetzt wieder auf RGB. Und jetzt kann man noch Folgendes machen. Man kann hier den mittleren Regler auch noch mal so ein bisschen, das gibt da ein bisschen mehr Helligkeit oder ein bisschen mehr Kontrast. Ich würde sagen, so ein bisschen geben wir ihm mehr Kontrast. Und ja, das ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Und sagen, okay. Und wenn man das jetzt so vergleicht, ja, das war sehr hell. Wenn ich jetzt das hier sehe, das ist so ein bisschen satter insgesamt. Bei anderen Fotos lässt sich noch viel mehr rausholen. Das ist immer von der Qualität des Fotos, vom Objekt abhängig. So, jetzt will ich das in meinen Master haben. Dazu einfach ja, Ebene duplizieren. Und hier bei Dokument, Zieldokument, suche ich mir jetzt meinen Master aus. Zack, da ist es. Jetzt ist das ein wenig groß, also gehe ich hier oben auf Bearbeiten, sage Transformieren und zwar Skalieren. Und dann sieht er hier schon, dass sich so ein kleines Fenster geöffnet hat. Steuerung und Shift-Taste gedrückt halten beide, dann kann man das so schön immer zusammenziehen, ohne dass sich die Proportionen verändern. Und ich mache es jetzt erstmal kleiner, damit so ein bisschen besser in meinen Master passt. Ja, wenn ich das loslasse, kann ich das hier so rüberziehen. Es muss ja nicht unbedingt hundertprozentig von den Proportionen stimmen, sondern mir kommt es ja vor allem auf den Bildausschnitt an. So. Genau, jetzt ist unser Zebra-Scanner schön mittig.
Stimmt nicht hundertprozentig von den Proportionen, fällt aber nicht doll ins Gewicht, weil einfach das Objekt, was wir ja zeigen wollen, nämlich hier in der Mitte, schön mittig platziert ist. Am liebsten habe ich persönlich immer den goldenen Schnitt, aber das kriege ich hier jetzt mit dieser Fotokomposition nicht hin. Insofern müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt gleich noch ein bisschen aufpeppen, das Bild. Hier oben einfach okay sagen oder ansonsten wieder auf das Symbol, dann fragt er ein und dann hat er schon diese Transformierung, nämlich auf die Größe hin angepasst. Jetzt möchte ich ja gerne, dass der da so ein bisschen besser noch rauskommt. Wenn ich Steuerung plus drücke, vergrößert sich das Ganze erstmal, damit ich alles ein bisschen besser sehen kann. Ich nehme mir jetzt hier das, probiere es mal mit der Schnellauswahlwerkzeug, gehe auf Plus und versuche mal so ein bisschen das Display hier einfach grob. Das war zu viel. Dann einfach auf dem Pinsel mit dem Minus und dann kann man das hier wieder so runterschrinken. Und jetzt hat man grob das Display einmal sich markiert. So, jetzt mache ich das Gleiche. Ich gehe nochmal wieder auf Bild und Korrekturen, wieder auf Tonwertkorrekturen. Und ihr seht, jetzt sehen die Tonwertkorrekturen hier schon ganz anders aus. Die einzelnen Farben muss ich hier jetzt, glaube ich, gar nicht nehmen. Ich probiere es mal einfach gleich hier mit, indem ich mit RGB. Und ihr seht, das Display wird schon gleich viel heller. Ich kann das auch hier nochmal ein bisschen rüberschieben. Alles ein bisschen mehr. Ah, da ist ein bisschen zu viel Grau rein. Das ist zu viel, da kann man kaum noch was erlesen. So. Zu viel Kontrast. Bisschen Helligkeit rein. So wie es jeder findet etwas anderes schön oder ihm ist was anderes wichtig, da ist es in eurem Ermessen, wie ihr das haben wollt, ob ihr gerne lieber was lesen möchtet oder vielleicht was heller haben wollt. Einfach, aber man kann ein bisschen rumspielen und kann dementsprechend dann auch das Ganze ein bisschen verändern, ein bisschen mehr das Augenmerk drauf lenken. Alternativ könnt ihr natürlich auch die einzelnen Farben wieder nehmen, dass man hier ein bisschen mehr Blau reingibt, dass es ein bisschen gefälliger vielleicht wird. Oh, nicht zu viel, jetzt ziehen wir es mal wieder raus. Könnt es auch grün hier nochmal so ein bisschen, das ist ein bisschen too much, ne? Ist ja sehr grün. Nee, wenn es einem nicht gefällt, zieht man halt die wieder auf. So, und grün. Nee, da kann ich nichts mehr sehen. So war eigentlich schon fast am besten, ne? Also mit OK bestätigen und um das Markierte wegzubekommen, einfach Steuerung D. Wenn wir jetzt das Ganze mit Steuerung Minus wieder verkleinern, dann sieht man schon, wow, das Display kommt viel besser zum Tragen. Es fällt einem viel mehr ins Auge. Was können wir noch machen, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr hier ins rechte Licht zu rücken? Nehmen wir nochmal das Auswahlwerkzeug, welch schwierig Wort, und markieren das mal so insgesamt. Und da müssen wir ein paar Sachen wieder wegnehmen. Den Finger wollen wir jetzt nicht unbedingt. So schön ist der Daumen vom Kollegen jetzt auch nicht. Aber die Taste will ich auf alle Fälle haben. Was will ich nicht? Hier. So. So, noch mehr Finger vom Kollegen. Nee, die wollen wir alle nicht. Verflixt. Den will ich aber. Hier. Man muss da halt so ein bisschen rumspielen. Ich habe es jetzt mal ganz grob gemacht.
Natürlich kann man das Ganze dann noch viel besser, feiner machen, oder man könnte auch hier oben drüber mit dem Lasso, dann würde man sehr ordentlich arbeiten. Das ist jetzt einfach nur sehr grob, um ein wenig, ja, da noch mal was zu verändern. Was kann ich jetzt alles machen? Ich kann wieder hier auf meine Korrekturen gehen. Ich könnte zum Beispiel auch mit der Belichtung ein bisschen spielen, dass ich sage, ich will das Ganze ein bisschen aufgehellt haben. Augenblick, da sagen wir mal abbrechen, weil man sieht hier gleich, ich habe ein paar vergessen, ein paar der Tasten, und das wäre sehr ärgerlich, wenn die als einzige dunkel bleiben. Also zurück zu den Korrekturen, dann probieren wir es mal mit der Belichtung und gucken, was passiert. Ah, da wird mein Display wieder zu hell, das mag ich nicht. Also nur so ein bisschen und Ticken dazugeben. Beim Versatz ist mir auch, wenn ich den allerdings ein bisschen rüberziehe, kriege ich nochmal so ein satteres Schwarz. In dem Fall aber vielleicht auch nicht gewünscht, also einfach wieder auf Null gehen. Gamma-Korrektur kann man machen, muss man auch nicht. Ich würde sagen, in dem Fall lassen wir das einfach mal mit der Belichtung und schauen mal, was es sonst noch Schönes gibt. Wir könnten noch mal ein bisschen mal mit Helligkeit hier spielen. Ja, so ein Ticken reingeben, dass es insgesamt besser rüberkommt und auch den Kontrast ein wenig schärfen. Dann sagen wir okay. Was könnten wir noch machen? Graduationskurven, das geht auch noch mal. Ihr seht, wenn man die verschiebt, werden die dunklen Töne dunkler, und hier oben, wenn man das so macht, würden die hellen Sachen heller werden. In dem Fall bietet sich das nicht wirklich an. Aber wir könnten noch die Ebenen. Könnten einen Augenblick, das wollte ich noch kurz machen, nämlich bei Korrekturen auf Color Lookup gehen. Da gibt es hier diese 3D-LUT-Laden. Es lohnt sich ab und zu mal hier so durchzugucken mit Two-Strip oder hier Bleach Bypass. Manche Sachen verändern die Sachen gar nicht so schlecht. Das wäre jetzt Candlelight, wäre mir persönlich jetzt zu warm. Crisp Winterlook sieht super aus auf der Tastatur, gibt dem Ganzen gleich so einen viel klareren bläulichen Touch, ist aber ärgerlich für unser Display. Da müsste man dann also wieder die beiden Sachen trennen, um das zu machen. Also probieren wir das mal, sagen abbrechen, gehen wieder auf unser Auswahlwerkzeug und sagen hier Minus. Nehmen einfach den oberen Bereich so ein bisschen runter. Obwohl, ich kann auch probieren, ob ich das einmal ohne das Display hinkriege. Das ginge ja auch. Dann hätte ich es mit dem Blau, mit dem schwarzen Rahmen sehr schön. Und wir nehmen einfach nur das Display raus. Wow, die Kante ist ja richtig mies von mir. Na, besser. So, und jetzt einfach hier das Display rausnehmen. So entlang malen. Zusehen, dass keine kleinen Inseln da drin sind. Wenn man unsicher ist, kann man auch Folgendes machen: bei Kante verbessern draufgehen und dann einfach vielleicht ein oder zwei Pixel einstellen. Dann werden die Kanten weicher gemacht, dementsprechend. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so und sagen wieder unser Bild, Korrekturen, dann Color Lookup und laden jetzt mal dieses Crisp Winter rein. Und schon
Ja, sieht unser Gehäuse viel plastischer aus, hat einen schönen Blauton gekriegt. Also, okay. Wenn wir jetzt hier Steuerung D sagen, ist das Ganze weg. Was auch immer noch sehr schön sonst ist, sind die Fülloptionen, dass man da einfach, könnte man sonst auch noch mal so einen Schlagschatten etc. drüber geben. Aber das soll an dieser Stelle schon reichen, denn wie man sieht, wir haben das richtig aufgepeppt. Die Tasten, die leuchten einem entgegen. Man könnte jetzt auch noch den ganzen Hintergrund ein bisschen dunkler gestalten oder gewisse Dinge hervorheben. Aber mir würde das jetzt so für den ersten Wurf schon tatsächlich reichen, denn es geht ja darum, auf ein Thema aufmerksam zu machen, nämlich Scannen. Schön wäre jetzt noch, wenn man hier zum Beispiel noch eine Linie sich reinzieht. Damit das so aussieht, als wäre da jetzt gerade das gescannt. Das sieht ein bisschen schief aus. Müssten wir auch noch mal transformieren. In dem Fall ein bisschen drehen. Das ist sozusagen hier mit unserem Scanner ein wenig harmoniert. Vielleicht auch noch mal ein bisschen verlängern. Einfach dazu. So, und hier auf das Zeichen. Das sind jetzt ein bisschen, sieht aus, als wäre es durchgestrichen. Ja, da kann man natürlich dann mit der Farbe noch viel rumspielen, indem man da reingeht. Hier. Wir können auch einen Grünton mal gucken, ob der besser aussehen würde. Na, will er heute nicht? Brechen. Ja, das war es eigentlich auch schon, um einfach mal so einen kleinen Einblick zu geben, was man mit ein paar Hilfsmitteln schon aus seinem Bild herausholen kann, wo man etwas verbessern kann. Vielen Dank!